Hallo und herzlich willkommen zum Gym Simulator. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe gerade erst entdeckt, dass wir Level 8 mittlerweile geworden sind. Heißt, wir können jetzt unseren Anbau starten, den wir ja mit Level 8 jetzt freigeschaltet haben. Und der kostet 25.000, wir haben 44.000. Das heißt, wir haben dann noch 19.000 zur Verfügung, um das zweite Fitnessstudio bzw. den Anbau, ich glaube, das ist ein Durchgang, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, dass wir das dann ausstatten werden. Aber zuerst werden wir uns das natürlich hier gönnen. Und diese Wand hier muss abgerissen werden, weil die Leute laufen einfach die ganze Zeit durch. Ist natürlich ein bisschen schade, weil wir hier schon Farbe angebracht hatten und das war natürlich dann jetzt ein bisschen Verschwendung, aber gut. Wir investieren jetzt erstmal in unseren... Oh, Hammer, sehr schön. Ich finde, die Mauer muss hier auf jeden Fall... Obwohl, könnten wir die eigentlich auch nur halb einreißen, dass wir sagen, ich weiß nicht, nur bis hier oder nur so ein... Oh, oder nur eine Tür reinmachen, geht das? Warte mal, kriegen wir das hier gerade weg? Tatsache... Oh, das wäre auch noch eine Option, ne? Können wir, oder wir reißen die komplett weg und können wir dann eventuell nachher vielleicht noch eine Trockenwand hier reinziehen? Das sind Fragen über Fragen, die mich jetzt mal so interessieren. Aber ich, wir reißen jetzt erstmal die Mauer weg. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal das Ziel. Obwohl, wir haben gar kein Ziel gerade, ne? Ja, cool. Dann machen wir die einfach trotzdem weg. So, mehr Platz für unser Fitnessstudio. Und wir müssen die ganzen Geräte dann erstmal hier umplatzieren, weil die natürlich jetzt mitten im Raum stehen. Ne, ich war jetzt am Überlegen, hier vielleicht eine... Boah, nicht, dass er auf mich fällt. Habe ich Sicherheit schon an? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall... Oh, hier kann ich auch noch was wegreißen. Mach mal gleich. Die stinkt. So, auf jeden Fall... Oh, warte, wir müssen erstmal hier die neuen Kunden begrüßen. Hallöchen, Sie wollen VIP werden, selbstverständlich. Die nächste bitte, weil wir müssen natürlich jetzt neue Kunden generieren, damit wir noch mehr Geld kriegen, damit wir noch mehr in unser Fitnessstudio investieren können. So, und wir haben hier VIP, das machen wir natürlich. So, sehr schön. Und hier hin. Schade, dass wir unserem Hausmeister nicht sagen können, heb sowas auch bitte auf. Das wäre natürlich sensationell. Ist die ganze Mauer schon weg? Nee, es wäre natürlich toll. Jetzt sag nicht, die läuft hier durch die Wand. Bitte lauf nicht hier durch die Wand. Bitte lauf nicht durch die... Die läuft eiskalt durch die Wand. Gut, es wäre natürlich toll, wenn wir, ich sag mal, hier wirklich so eine Trockenmauer hinziehen, dann eventuell eine Tür und hier so, ich weiß nicht, so Yogamatten, ne, Fahrräder, Laufbänder hinsetzen und die Muckistation dann da vorne oder andersrum halt. Beides natürlich möglich, aber wir machen jetzt erstmal natürlich hier die... Ja, ich glaube, das war eine Aufgabe. Deswegen hat das hier so aufgeplöppt. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen umräumen, ne? Weil das steht im Weg, das steht im Weg und die Klumpen da stehen auch im Weg. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde... Oh, warte, wir machen da hinten... Wir machen hier hinten auf jeden Fall auch noch das alles weg. Oh, die Zeitungen. Die Zeitungen vorne an der Straße müssen natürlich auch noch entfernt werden. Machen wir gleich auch. Moment. Kommen hier gleich wieder Ratten raus? Ich denke, ich habe da so ein bisschen Befürchtung vor. So, das hier kommt erstmal weg. Und dann können wir die Zeitung hier wegmachen? Oder was ist jetzt die Mission, was wir hier hinter haben? Moment, ich guck mal ganz kurz. So. LOL. Wir haben Pool. Ey, kann ich da reinmachen? Warte, ich hüpf mal rein. Nein, kann ich nicht. Ich kann keine Arschbombe da reinmachen. Moment, jetzt? Nee, auch nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Weil... Öffnen Sie das Ventil, um den Pool zu befüllen. Das hier. Da. Oha! Es plätschert. Es plätschert sehr laut. Können wir das hier wieder zumachen? Ja. Oh, warte mal. Müssen wir das Ventil gleich wieder abdrehen? Nur mal so gefragt. Nicht, dass das überläuft. Ja, okay, das wird jetzt wohl wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber wir haben einen Pool. Und wir haben eine Umkleide. Und wir haben hier auch eine Umkleide. Hm. Oh, da müssen wir aber unseren Mitgliedsbeitrag erhöhen, ne? Weil ich meine nur mal, weil wir haben jetzt ein Schwimmbad dabei. VIP? Oh, Standard. Okay, Entschuldigung. Standard, ja. Nächster bitte. Sie hätten gerne VIP. Sensationell. Sie sahen auch aus wie ein VIP-Gast. Und wir haben hier einmal die niedrige Klasse, wie Sie wünschen. Nun ja, so. Wir heben hier einmal auf und dann gehen wir mal gucken, was unser Pool macht. Der wird ja gerade noch befüllt, was ein bisschen dauert. Okay, Papier entfernen können wir. Ja, guck hier. Und
Den entfernen wir dann auch. Ach ja, wir müssen ja vorne auch noch das Papier entfernen, ne? Stimmt. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass wir nicht hier wie beim Gasstation Simulator so eine Mülltüte in der Hand haben und dann alles auf einmal wegmachen können. Ich meine, jetzt beim Papier ist das ja noch relativ okay, weil du brauchst einfach nur E gedrückt halten, aber es halt, naja, dauert halt ein klein bisschen, aber naja, ist halt leider so. So. Aber ich muss sagen, die Entwickler sind echt motiviert. Also gefühlt bringen die jeden Tag ein neues Update raus. Jeden Tag. Oh, machst du das auch weg? Warte mal, komm mal zurück. Komm mal her. Hallo. Komm mal hier hin. Komm mal hier. Hier ist Müll. Ja, okay. Ich muss aber sagen, unser Fitnessstudio ist schon ziemlich voll geworden, ne? Also unser Fitnessstudio ist schon gut belegt hier mit den Geräten. Wir haben unser Pool befüllt und der wird auch nicht voller, ne? Kann ich jetzt da rein? Kann ich jetzt hier rein? Können die Gäste hier rein? Muss ich jetzt hier irgendwas freischalten? Aber ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Warte mal, wir gucken mal. Warten auf ein neues Mitglied. Nee, brauche ich nicht. Shop brauchen wir auch erstmal nicht. Fitnessstudio. Was haben wir denn da? Decke. Decke? Oh, Glasdecke wäre natürlich auch sensationell. Ich wollte gerade dahin rennen, dem eine schallern, aber er macht das schon. Sehr schön. Glasdecke sieht natürlich auch sehr nobel aus, ne? Aber 10.000, ja, okay, wir haben ja wieder 31.000. Easy. Dann haben wir die Vorderseite. Ja, machen wir nur Glas. Sehr geil. Obwohl, müssen wir das andere dann auch oder ist das automatisch mit angepasst worden? Das ist automatisch mit angepasst worden. Cool. Sehr geil. Okay, wie sieht hier aus? Wir befüllen mal. Wir befüllen hier. Ah, die macht sogar. Siehst du? Habe ich rechtzeitig gerade gemacht. Und jetzt bauen wir unser Fitnessstudio sofort ein bisschen um. Deo brauchen wir auch. Achso, der hat dem wurde schon eingeschaltet. Okay. So. Reparieren. Ja, mache ich natürlich auch noch. Moment. Kommt alles sofort. Ich repariere direkt mal alle durch, ne? Also wenn wir hier schon mal einmal dran sind, dann können wir auch den Schraubenschlüssel ruhig draußen lassen, damit wir hier alles fertig gerepariert bekommen. Vielleicht können wir auch Mechaniker einstellen, dass wir das gar nicht mehr machen müssen in Zukunft, dass die Leute dann immer tiptop gepflegte Geräte zur Verfügung haben. Aber andersrum kriege ich natürlich hier durch Experience. Und ich weiß nicht, aber dann sind wir halt Level 9 und da ist halt die Frage, können wir mit Level 9 noch was freischalten? Ne, das ist ja dann halt auch noch die Frage. Die Frage der Fragen. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Können wir hier noch irgendwas kaufen fürs Fitnessstudio? Demnächst. Auswählen, Rezeption hatten wir schon, ne? Luxus hatten wir, sehr schön. Das sieht ja jetzt sehr nobel aus. Das sieht ja mal, also da hinten noch nicht, aber hier vorne, das sieht schon sehr nobel aus. Muss ich einfach so sagen. Fitnessstudio 2. Aha, guck mal hier. Moderne Decke, Glasdecke. Kostet auch extra. Ah, okay. Ja, stimmt. Wir haben hier noch die Glasdinger. Muss ich das jetzt hier? Brauche ich nur eine Tür schließen? Ist halt jetzt die Frage, ne? Und ich würde gerne wissen, ob man den Pool nutzen kann. Weil ich würde da schon gerne reinspringen. Also ich hätte jetzt nichts gegen da mal einfach zu reinzujumpen und sagen, ja, ich schwimme jetzt 1, 2, 5, 8, 12 Bahnen. Und hat das Ventil sich automatisch... Warte mal, ich möchte gerne mal testen. Nee, ich kann das nicht mehr machen. Okay, hat wohl irgendwie so einen Füllstandssensor, der sich automatisch dann abschaltet. Und ich finde auch gut, dass mein Hausmeister hier schon noch sauber gemacht hat, bevor der Feierabend gemacht hat. Das fand ich schon sehr gut. Können wir hier noch was kaufen? Umkleideraum weiblich. Spart 2. Okay, dafür brauchen wir Level... Okay, wie viel können wir da kaufen? 2. Okay, dann können wir Umkleide weiblich, können wir dann halt auch nichts machen. Personal einstellen. Reiniger. Unterwegs entlassen. Geschwindigkeit 3. Jackson. Mechaniker. Wir können Mechaniker einstellen. Geschwindigkeit. Ja, okay. Dann haben wir ja schon die Besten der Besten. Außer Mechaniker. Der kostet aber 1400, ne? Was machen wir denn so am Tag? Können wir das irgendwo sehen? Können wir irgendwo sehen? Mitgliederliste? Geschätzter Tagesverdienst 9600. Dann können wir uns ja, glaube ich, locker den auch leisten, ne? Weil, was kostet jetzt aktuell? 600, 1200, 2600, 3600. Ja, ist doch easy peasy.
Leute? Was geht hier ab? Freunde? Verprügelt ihr mich jetzt? Seid ihr Mitarbeiter? Seid ihr Mitarbeiter? Ihr habt Feierabend, wenn ihr Mitarbeiter seid. Die verprügeln mich, oder? Ich gehe durch die andere Tür. Ah, da hinten geht automatisch zu. Ja, okay. Ich gehe mal, ne? Ja, haltet mal die Stellung hier. Passt schön auf. Viel Spaß. Tschüss. Oh Mann. So, wir rennen jetzt erstmal nach Hause, damit wir dann unser Fitnessstudio weiter ausbauen können. Wir müssen ja den Umkleideraum von den vom Schwimmbad müssen wir ja noch ausstatten. Unter anderem. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Genau. Und dann gehen wir jetzt hier raus. Boah, sollen wir einen Hund adoptieren? Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, ne? Nee, erstmal nicht. Wir müssen erst hier alles am Laufen kriegen und dann können wir uns um den Hund kümmern. Können wir hier immer noch nichts kaufen? Immer noch nichts. Okay. So, wir gehen jetzt einmal das... Wir gehen... Ihr steht immer noch hier, ne? Ich wollte das nur kurz anmerken. Wisst ihr das? Ist das ein Bug? Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert. Arbeitet ihr auch? Warte mal. Ja, ist eine Mitarbeiterin. Reiniger und Mechaniker. Ah, die tun nichts, weil hier repariert wurde. Schon alles. Ja, ja, ja. Habe ich verstanden. So, wir gehen jetzt einmal Sachen kaufen. Ach so, ich muss ja Sachen da hinten kaufen. Ich habe ja natürlich kein Tablet. Was kaufen? Müssen wir denn kaufen? Mülleimer? 2 Stück. Moment. So, oh, ich wollte ihn gerade schon eine Schelle verpassen. Wir brauchen ein Fitnessstudio? Nein. Wir gehen in den Shop. Da haben wir Fliesen, Farben, Extras und Pool. Das kaufen wir 2-mal. 3-mal. Dann kaufen wir hiervon erstmal nichts. Umkleideraum. Genau, davon kaufen wir jetzt 2. Davon kaufen wir auch 2 und davon kaufen wir auch 2. Mehr Geld haben wir aktuell nicht. Haben wir auch alles verprasst. Aber wir haben ja auch da noch Umkleiden. Ne? Also so tragisch wird das jetzt wohl nicht sein. Ich hoffe, dass jetzt bald die Gäste wieder kommen, dass wir dann hier wieder Geld generieren. Was, das sieht cool aus. So, wie machen wir das? Spar können wir wahrscheinlich nicht hier hin machen. Sprich, wir können jetzt hier hinsetzen. Falsch rum. Wir können das jetzt hier hinsetzen. Moment. Ja. 2 Stück hatte ich gekauft, ne? Ja, ich glaube, 2 hatte ich gekauft. So, und dann kommt hier noch hin. Moment. Oha, wir haben noch einen Fernseher hier. Moment. Kriegen die hier erstmal im Spa, hier im Swimmingpool kriegen die dann erstmal einen Fernseher. Machen wir hier hin. Genau, den machen wir hier hin. So. Den können wir nicht einschalten. Immer noch nicht, ne? Ist krass. So, Umkleide haben wir. Dann brauchen wir... Achso, das muss ich auch noch platzieren. Genau, das brauchen wir jetzt noch. Das setzen wir hier hin. Und dann daneben kommt dieser Spind, den wir noch gekauft hatten. Spind, hier. Den setzen wir hier schön daneben. So. Sehr gut. Oh, Mülleimer. Wir haben Mülleimer vergessen, ne? Ja, machen wir gleich. Dann brauchen wir hier wieder einmal das. Moment. Ist halt ein bisschen schwierig, das schön zu platzieren. Ja. Okay, passt. Dann haben wir hier ja wieder diese Sitzbank. Umkleideraum. Da, Sitzbank. Genau. Und wir haben hier... Ich klicke immer auf Dekoration, ich weiß nicht warum. Und das hier einmal. So. Jetzt brauchen wir als... Die gehen hier echt schwimmen, ne? Aber ist das nicht sinnvoller,
wenn ihr alle so schwimmt. Ey, nicht vom Beckenrand springen. Hallo. Entschuldigung. Bitte. Bitte nicht mehr vom Beckenrand springen. Ich sag das jetzt zum ersten und zum letzten Mal. Es wird hier nicht, aber wirklich nicht vom Beckenrand gesprungen. Sonst hole ich die Trillerpfeife raus. Und ich möchte nur kurz anmerken, ist es nicht sinnvoller, wenn ihr so alle schwimmt, anstatt einer so? Kommt ihr euch da nicht so ein bisschen in die Quere? Achso, wir brauchen ja noch Liegen. Ist das ein Pool? Pool. Machen wir hier an die Seite hin, ne? Würde ich sagen. So. Moment. Nee, schön mittig, oder? Mittig oder an der Wand? Ja, komm, dann machen wir die an der Wand. So, eine, zwei und drei. Sehr schön. So, und jetzt nochmal. Ich möchte nicht, dass ihr vom Beckenrand springt. Haben wir uns verstanden? Please don't spring from the Beckenrand. Danke. Okay, hallo, guten Tag, Moment, ich bin da, Moment, jo, hi, VIP, nein, Standard, schade, wäre Ihre Chance gewesen, jetzt Sie aber VIP, ne? Sie sind auch Standard, okay, gut, wir haben ja einen Swimmingpool, dann braucht man ja nur noch Standard kaufen, haben Sie vollkommen recht, da haben wir ein bisschen nicht nachgedacht. Wo mache ich das Logo hin von der Kraftstation? Obwohl, warte mal, können wir auch hier hin machen, ne? Umkleide, Dekorationen. Das drehen wir mal. Machen wir hier hin. So. Sehr schön. Achso, wir müssen auch mal wieder einkaufen, ne? Eigentlich. Theoretisch müssten wir auch mal wieder einkaufen. Weil ich glaube, hier wird es auch langsam leer. Wie viel Lagerkapazität, glaube ich, haben wir ja unendlich, ne? Ich bin gerade hier am Auffüllen, wenn Sie das nicht stört. Aber Sie können hier ruhig weiter vor meinem Bild rumzappeln. Naja. So ein Button wäre geil. Hier mit, auf Max. Maximum, weißt du? So, einmal kurz. Wir haben ein VIP, sehr schön. Wir werden jetzt einmal da hinten einkaufen und dann werden wir... wir müssen ein bisschen Geld sparen, halt um die Decke von dem zweiten Fitnessstudio. Oh, warte. Das müssen wir hier wieder alle kaufen. So. Weißt du, hier ist ein bisschen schade, dass man nicht so einen ganzen Karton kaufen kann mit diesen 20 Stück, was ich ja schon mal sagte. Der Rest ist jetzt wirklich tatsächlich nicht so teuer. Hier, da kannst du ja echt kartonagenweisen kaufen. Guck mal, die kosten 100. 100, das ist ja nix. Also verglichen zu den Einnahmen, die wir aktuell generieren, ne? Ist halt schon... Ja, und wenn wir unendlich Lagerplatz tatsächlich haben, können wir halt gut weiter einkaufen. Oh, da hat jemand eine geschallert bekommen anscheinend. Sehr schön. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Können wir hier noch was auffüllen? Moment. Okay, wir füllen das mal wieder auf. Und ansonsten... Ah, okay. Siehst du, jetzt haben wir das hier nämlich da unten auch voll. Sehr schön. Und sonst können wir nichts mehr hier hinzufügen. Entschuldigung, Dame. Das haben wir voll, das haben wir voll. Können wir hier oben noch was reinpacken? Nee, ne? Könnten die sich hier ein bisschen was anziehen? Ich frage nur mal so. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob der Mechaniker auch wirklich arbeitet. Nein, nein. Entschuldigung, könntest du mal hier bitte arbeiten? Ich meine, du verdienst hier richtig Schotter, ne? Oder reparierst du erst, wenn das kaputt ist? Weil dann kann ich das auch selber. Oh, die Frage ist auch, hebt der Mechaniker die Sachen auf? Jetzt gucken wir mal. Wir gucken. Yo, der hebt die Sachen sogar auf. Okay, sehr geil. Das ist sehr geil. Was haben wir jetzt? 8000. Wir brauchen... Oh, Entschuldigung. Hallo? Ja, Standard. Bitteschön. Der nächste bitte. Einmal rantreten. Sie möchten gerne Standard haben. Sehr gerne. So, bitteschön. Nächster bitte. Keiner mehr. Gut, dann gehe ich einmal die Deo-Runde machen, weil ich sehe da hinten schon wieder eine grüne Giftwolke und das darf natürlich hier im Fitnessstudio nicht sein. Obwohl wir ja genügend Möglichkeiten haben, hier uns, ne, abzuduschen. Oh, zweite Spa will ich auch schon gerne haben noch. Ein zweites Spa möchte ich schon gerne haben. Der Gym ist so geil.
Ich dachte, der wollte gerade wieder eine Mitgliedschaft abschließen. Ein bisschen schade gerade. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt... Farbe haben wir, ne? Das machen wir aber in der... Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, Farbe und Dekorationen kaufen wir in der nächsten Folge. In dieser Folge haben wir ja schon den Pool freigeschaltet. Oh, weißt du, was mir noch einfällt? Wir müssen noch den Boxclub besuchen. Ich glaube, um 22 Uhr beginnen immer die Events. Müssen wir auf jeden Fall auch uns noch auf eine To-Do-Liste schreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.